Frau Hegel, 50 Jahre Frühlingsfest in München. Was ist denn heuer ganz besonders? Ein halbes Jahrhundert Frühlingsfest feiern wir natürlich ganz ausgiebig und ganz intensiv und mit wahnsinnig viel Herz. Wir haben den Vergnügungspark sehr attraktiv gestaltet. Als Neuheit haben wir die Fischerfroni mit dem Steckerlfisch hier, mit der bekannten Oktoberfestqualität. Wir haben einen Stand, der nur Geflügelprodukte anbietet. Daneben gleich einen neu gestalteten Mandelstand, ein junger Schausteller, der Geld investiert hat, um sich hier ordentlich und schön auf dem Frühlingsfest zu präsentieren. Wenn ich die Straße weitergehe, haben wir Psycho, ein 3-Etagen-Belustigungsgeschäft, verspricht Nervenkitzel pur. Also der psychedelische Baum empfängt einen schon vorne an der U-Bahn. Im hinteren Bereich haben wir den neu gestalteten Biergartenbereich der Familie Zierer. Hier ist Zierers Karussellbar hingewandert in einem viel größeren Ausmaß, so wie sie auch auf dem Oktoberfest aufbauen. Man kann hier also lauschig im Stehen ein Pils trinken, ein Glas Prosecco oder irgendetwas Antialkoholisches. Rundrum ums Rahmenprogramm haben wir neben den bekannten Highlights wie das Oldtimer-Treffen, den Flohmarkt, unsere Feuerwerke, eine Aktion, die heißt 50 Minuten 50 Cent. Das ist am mittleren Samstag. Hier kann man von 11 bis 11.50 Uhr alle Karusselle, Kinderkarusselle, Belustigungen zu einem Eintrittspreis von 50 Cent befahren, besuchen. Auch die Standl bieten attraktive Artikel für 50 Cent an. In beiden Zelten gibt es Freibier. Und der Münchner Weißbiergarten bietet sogar alle seine Produkte für 50 Cent an. Also das ist wirklich ein Dankeschön von unseren Schaustern an Sie, liebe Frühlingsfestbesucher, für 50 Jahre Treue.